Herr Alichanow im Club junger Weltführer. Das bekannte russische Informationsportal RBK informierte am heutigen Morgen, dass sich ab sofort der Kaliningrader Gouverneur Anton Alichanow im Club junger Weltführer befindet. In diesem Club gibt es nur zwei Russen. Der Club junger Weltführer ist ein Strukturbestandteil des Weltwirtschaftsforums. Und die Experten dieses Weltwirtschaftsforums haben die Mitglieder dieses Clubs vorgestellt. Insgesamt 127 Mitglieder. Und es gibt zwei russische Mitglieder. Der Generaldirektor von Yandex, Tigran Khudaverdyan, und der Gouverneur des Kaliningrader Gebietes, Anton Alichanow. Beide Russen befinden sich in der Geographiegruppe Eurasien dieses Clubs. Auch zwei Georgier befinden sich im Club. Der 36-jährige Premier des Landes und der Generaldirektor des Kurortes Anaklia. Experten des Weltwirtschaftsforums erstellen jedes Jahr die Liste der Mitglieder dieses Clubs. Mitglied können nur Personen bis zu einem Alter von 40 Jahren werden. Die Experten müssen von dieser Person den Eindruck haben, dass sie sich in der einen oder anderen Form gut präsentiert. Zu politischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder wissenschaftlichen Themen. Natürlich muss man Anton Alichanow als jung bezeichnen. Er ist 32 Jahre alt und hat somit noch 8-mal die Chance, Mitglied des Clubs zu werden bzw. zu bleiben. Natürlich muss man Anton Alichanow auch als Hoffnung für Kaliningrad bezeichnen, nach all den Stagnations- und Depressivjahren seit 2010. Natürlich hat sich mit Beginn der Arbeitsaufnahme von Anton Alichanow Ende des Jahres 2015 vieles im Rahmen der föderalen Aufmerksamkeit für das Kaliningrader Gebiet getan. Aber ob das alles schon ausreicht, um als junger Weltführer Clubmitglied zu werden? Nun, vermutlich bin ich unzureichend über diesen Club informiert und zu sehr darüber besorgt, dass ein junger, hoffnungsvoller russischer Politiker vorzeitig zu schnell hochgejubelt wird.